Ja, einen schönen guten Abend. Meinerseits ist der von Ihrer Patrick, Leiter der Stadtverwaltung im Rathaus Erding. Ich darf Sie auch zu Anfang des neuen Jahres wieder begrüßen. Viele zahlreiche bekannte Gesichter, die wir heute zum mittlerweile vierten Vortrag schon in unserer Vortragsreihe begrüßen dürfen. Herzlichen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind und Ihnen noch mal vor ein gutes neues Jahr. Ich darf stellvertretend für den Oberbürgermeister begrüßen, die zweite Bürgermeisterin Frau Bauerfeind. Und auch der dritte Bürgermeister ist heute da, der Herr Siegwürze. Schönen guten Abend. Auch die Vertreter der Presse sind heute wieder da und ein paar andere Kollegen aus dem Stadtrat sehe ich auch. Und damit werden wir auch starten für den heutigen Vortrag. Der Rundflug hat sozusagen im Winter eine Zwischenlandung gemacht und startet wieder heute voll durch mit einem weiteren interessanten Thema. Zum Thema Wohnen, eins, was uns alle betrifft, gerade auch in der Region München, teure Preise, wenig Wohnraum, kein günstiger Wohnraum mehr, vielleicht nicht mehr die passende Wohnung, man muss das sehen, was übrig bleibt. Und Grund genug, uns Gedanken zu machen, wie kann es in der Zukunft aussehen? Was können wir auf dem Fliegerhaus vielleicht in Angriff nehmen, sozusagen, um dort bezahlbaren Wohnraum, bezahlbare Wohnraum zu schaffen? Und wir haben als Inhaltsrednerin die Frau Schallerer, die wird auch die Moderation gleich übernehmen, und als Hauptredner den Herrn Schandl aus Wien, der nicht nur in Erding, sondern auch überall auf der Welt vertreten ist, wenn er in Korea, in den USA oder auch im Senegal Vorträge hält. Also wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei. Ich darf noch was Organisatorisches loswerden. Auch heute werden wir wieder die Veranstaltung Filmstück leiten und ein paar Fotos machen. Ich muss Sie fragen, ob Sie damit ein Problem haben, dann mögen Sie sich bitte jetzt melden. Sehe ich es nicht der Fall, vielen herzlichen Dank und können Sie bitte auch verwenden. Ich gebe ab an Frau Schaller die Moderation und wünsche Ihnen einen schönen und vor allem interessanten Abend. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Jetzt versuche ich erstmal meinen Input-Vortrag an den Start zu bringen. Wohnraum schaffen für
natürlich die einheimische Bevölkerung, für die Menschen von hier vor Ort, für die jungen Familien, für Menschen aber auch, die sich auf dem Wohnungsmarkt sowieso generell schwer tun, weil sie eben nicht viel verdienen, weil sie beeinträchtigt sind, weil sie Geflüchtete sind, für Beschäftigte der kommunalen Daseinsvorsorge, also Polizisten, Erzieherinnen oder Krankenschwestern, aber auch für die Mitarbeiter lokaler Unternehmen und wir wissen es alle, auch für die ganz normale Mittelstandsfamilie ist Wohnen in dieser Region eine Herausforderung. Die Folgen, die sind uns alle bekannt, die heißen dann so schön Lock-in-Effekt, also man kann die eigene Wohnung nicht mehr tauschen, in eine kleinere ziehen, weil dann die eigene Wohnung zu groß ist oder als Familie sich vergrößern, weil es kein Angebot gibt. Und natürlich auch Verdrängungseffekte, also die Menschen ziehen immer weiter raus, um bezahlbaren Wohnraum sich zu leisten. Die Wohnungsfrage ist grundsätzlich eine Bodenfrage. Die Verfügbarkeit von Grund und Boden und der Umgang mit dem Boden ist ein Schlüssel, um bezahlbares Wohnen bereitzustellen und auch langfristig zu sichern. Die Wohnraumversorgung der Bevölkerung, das ist eine kommunale Aufgabe, die zu einer Mammutaufgabe wird. Wie wir aber am Beispiel Wiens hören werden, hat eine Kommune nicht unerheblichen Einfluss darauf, wie sich langfristig die Wohnkosten in der Kommune entwickeln. Und so sollte die Kommune das Heft sich nicht aus der Hand nehmen lassen und Entwicklungen selbst steuern, wie das hier am Fliegerhorst ja auch geplant ist. Sie sollte ihre kommunalen Zielsetzungen, auch die wohnungspolitischen Zielsetzungen, langfristig sichern und bezahlbares Wohnen befördern. Das geht, wenn sie über eigene Grundstücke verfügt, denn hier stehen ihr noch in gewisser Weise ein paar Instrumente zur Verfügung. Sie kann geeignete Rahmenbedingungen schaffen, damit bezahlbares Wohnen entsteht. Sie kann passende Instrumente einsetzen, wie beispielsweise bei der Vergabe von Grundstücken. Hier kann sie auf die Konzeptvergabe zurückgreifen, wo Grundstücke nicht zum Höchstpreis verkauft werden, sondern nach dem besten Konzept vergeben werden. Also das Konzept, das auf Basis zuvor definierter Zielsetzungen am besten zu dem jeweiligen Grundstück und auch zu dem neuen Quartier passt. Auf diese Weise kann sie eben ihre Zielsetzungen, die kommunalen Zielsetzungen und auch die Zielsetzungen der Gemeinde, des Ortes selber, platzieren, steuern und sichern. Und anstelle einer wirtschaftlichen Rendite, also dieses hohen Kaufpreises, tritt letztendlich eine soziale Rendite, ein Mehrwert für den ganzen Ort, der durch den Ideenreichtum und das Angebot auch der Konzepte entsteht. Die Kommune kann aber auch steuern, an wen sie vergibt. Wie beispielsweise an gemeinwohlorientierte Akteure, die keine Gewinnabsichten verfolgen und mit der Realisierung der Bauvorhaben keine Rendite erzielen wollen und auch nicht müssen. Wie kommunale Wohnungsbaugesellschaften oder eben gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte, wie man hier ein Bild sieht von der Genossenschaft Wagnis am Ackermannbogen. Die Stadt München vergibt die eigenen Flächen nur noch im Erbbaurecht und zu 90% an gemeinwohlorientierte Akteure, 50% an die eigenen städtischen Gesellschaften und 40% an Wohnprojekte. Diesem Beispiel folgen immer mehr Kommunen, auch hier in der Region, um bezahlbaren Wohnraum aufzuschaffen und weisen Flächen für genossenschaftlichen Wohnungsbau aus. Diese Projekte, die verfolgen in der Regel ganz ähnliche Ziele wie die Kommunen. Sie sind nämlich Projekte, die durch Bürgerinnen mitinitiiert und mitgestaltet werden. Neben bezahlbarem Wohnraum liefern sie Antworten auf die Zukunftsfragen unserer Zeit. Wie gehen wir mit unserem CO2-Footprint um? Haben Ideen für alternative Mobilität, liefern Antworten auf den demografischen Wandel
und machen sich Gedanken über das Ortsbild und Baukultur. Das ist ein Baugemeinschaftsprojekt aus Münzing, das letztendlich so ein bisschen die alte Stadelform für sich neu interpretiert hat. Sie machen Angebote über das Projekt hinaus, engagieren sich im Quartier und in der Nachbarschaft. Sie bauen Gemeinschaftsräume, sie gründen Nachbarschaftsvereine, bereichern durch vielfältige Aktivitäten und kleinteilige Infrastruktur. Sie steuern eben all das bei, was ein Quartier und eine Nachbarschaft lebendig macht. Für mich sind sie eine perfekte Alternative zum Einfamilienhaus. Denn wir sind alle gefragt, einen Beitrag zu leisten, damit Wohnen bezahlbar bleibt. Wie viel Fläche braucht der Einzelne denn wirklich? Aus Kostengründen und auch aus Nachhaltigkeitsaspekten können wir nicht weiter so viel Fläche verbrauchen wie bisher. Einem Einwohner in der Metropolregion stehen im Durchschnitt 46,5 Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung, mit der steigenden Tendenz. Das Einfamilienhaus für alle, das kann also nicht die Zukunft sein. Wir müssen näher zusammenrücken und dichter bauen. Wir müssen uns überlegen, welche Flächen wir tatsächlich brauchen und ob wir Flächen nicht mit anderen teilen können. Durch gemeinschaftlich genutzte Räume kann die individuelle Wohnfläche des einzelnen Haushalts reduziert werden. Damit verringern sich auch die individuellen Wohnkosten. Nutzungen und Funktionen, die in der eigenen Wohnung nicht benötigt werden, wie ein Arbeitsplatz, ein Partyraum, eine Werkstatt oder ein Gästezimmer, gibt es als Gemeinschaftsräume. Und häufig sind die Gemeinschaftsflächen die attraktivsten Lagen im Haus, direkt an der Dachterrasse oder wie hier im Erdgeschoss, wo sie gleichzeitig auch noch den öffentlichen Raum beleben. Wenn man diese Räume nicht nur in einem Haus teilt und in der Hausgemeinschaft nutzt, sondern für die Nachbarschaft öffnet, können Nutzungen von gemeinschaftlichen Räumen im Quartier abgestimmt werden und so entsteht eine Vielzahl von unterschiedlichen Räumen für ganz, ganz viele Aktivitäten zur Verfügung. Werkräume, Räume für Sport, für Seminare, Partyräume oder Musikübungsräume. Ja, Wien, das ist, haben wir heute schon gehört, wird als das Beispiel genannt und das Vorbild genannt. Wir können mal gucken, was Wien so alles anders macht und welche Maßnahmen Wien ergreift. Und deswegen freuen wir uns heute von Herrn Schandl, eben dem Head of International Relations der Wiener Wohnen. Das ist das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Wien. Und ich denke, Sie sagen da selber auch noch ein paar Worte dazu, Herr Schandl. Zu hören, was alles möglich ist. Ich habe schon ein bisschen in den Vortrag spicken dürfen und er ist sehr dick bepackt, also es gibt viel zu erzählen. Und wir haben danach noch ausreichend Zeit, auch miteinander zu diskutieren und vielleicht überlegen Sie sich schon beim Vortrag, Mensch, was wäre denn da übertragbar vielleicht auf den Fliegerhorst? Wir haben es ja mit einem ganz anderen Maßstab zu tun, eine große Metropole und dann ein Neubauquartier in Erding, aber vielleicht gucken Sie sich den Vortrag auch schon gleich mit diesem Aspekt an und jetzt freue ich mich auf Ihren Vortrag oder ich denke, wir freuen uns alle drauf und sind sehr gespannt. Wiener Wohnen vorstellen, also den kommunalen Wohnungsbau, sondern insgesamt das Wiener Modell
des geförderten Wohnbaus, der im Wesentlichen aus zwei Segmenten besteht, dem Gemeindebau auf der einen Seite, also dem Häuserbestand im Eigentum der Stadt Wien steht, beziehungsweise dem zweiten Segment, dem geförderten Segment, jenes, das im Eigentum von gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften steht. Ich bin Leiter der Stabsstelle International Relations. Jetzt werden Sie sich vielleicht fragen, wozu braucht ein kommunales Sonderunternehmen eine Stabsstelle für internationale Beziehungen? Nun, auf der einen Seite gibt es Einladungen wie diese, die uns sehr freuen, hier und heute wahrzunehmen. Auf der anderen Seite gibt es die vielen Delegationen, die sich das Wiener Modell vor Ort, also in Wien, anschauen wollen, zu betreuen. Und schlussendlich vertreten wir unser Unternehmen bzw. die Stadt Wien in diversen internationalen Organisationen. Warum tun wir das? Wir sind der tiefsten Überzeugung, dass Leistungen der Daseinsvorsorge, Gesundheitswesen, Bildungswesen, Versorgung der Bevölkerung mit gesundem, sauberem Wasser, öffentlicher Verkehr, Abfallwirtschaft, aber auch Wohnen nicht allein dem Markt überlassen werden dürfen. Und deswegen engagieren wir uns hier unter anderem zum Beispiel in Euronet, das ist eine europäische Zusammenschluss, ein Netzwerk von sozialen Hausverwaltungen. In Eurocities, hier sind wir sehr aktiv, da habe ich den Vorsitz in der Arbeitsgruppe Wohnen. Es geht schlicht und ergreifend darum, dafür zu sorgen, dass das Wiener Modell auch für die Zukunft abgesichert ist, weil Investitionen in Wohnraum stehen durchaus im Gegensatz zum Wettbewerbsrecht der Europäischen Union zum Beispiel. Und dass hier sozusagen unser Modell nicht gefährdet wird auf kommunaler Ebene, deswegen engagieren wir uns hier bei Eurocities. Und schlussendlich sind wir auch aktiv in der UNECE, das ist eine Teilorganisation der Vereinten Nationen, die sozusagen weltumspannend versucht, sich für leistbare Wohnen einzusetzen. Bevor ich zu unserem Modell des leistbaren Wohnens komme, lassen Sie mich ein paar Zahlen, Daten und Fakten zu Ihnen präsentieren, die Sie vielleicht so noch nicht kennen. Wien ist wie Berlin Bundeshauptstadt und Bundesland gleichermaßen. Wien ist Sitz der UNO, der OPEC, der Organisation für erdölexportierende Länder, sowie der OSZE, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Wien ist die fünftgrößte Stadt der EU und die zweitgrößte Stadt nach Berlin im deutschsprachigen Raum. Wien ist die größte Universitätsstadt im deutschsprachigen Raum. Und in Wien leben heute auf einer Fläche von 415 Quadratkilometern 1,9 Millionen Menschen. Rund die Hälfte davon wohnt entweder im geförderten Wohnbau oder in einem der kommunalen Wohnbauten. Wien ist auch die am schnellsten wachsende Stadt innerhalb der Europäischen Union. Wir hatten ein Bevölkerungswachstum von 2011 von 1,7 Millionen auf 1,92 Millionen im Jahr 2021. Und wir haben ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 1,1%. Hier noch einmal ein Überblick über die 10 größten Städte Europas, so wie Bratislava, eine Stadt, wo Wien sehr nahe ist und wo wir quasi in einer Gesamtregion agieren. Da sehen Sie sehr schön, dass Wien im Vergleich zu Hamburg oder Berlin deutlich höhere Wachstumsraten aufweist. Und wenn es so weitergeht und so wird es weitergehen, wie alle Prognosen uns bescheinigen, werden wir in ein paar Jahren, nämlich 2027, die 2 Millionen Einwohnergrenze wieder überschritten haben und damit eine Größe erreichen, die Wien in Zeiten der Monarchie schon einmal gehabt hat. Um dieses Wachstum zu bewältigen und um sozusagen auch die Anforderungen an den Wohnungsmarkt irgendwie in den Griff zu bekommen und für die vielen Menschen, die da zu uns kommen, leistbare Wohnungen anzubieten, investiert Wien sehr viel Geld in den Wohnbau.
nämlich pro Jahr rund 450 Millionen Euro. Im Jahr 2020 waren es 440 Millionen Euro. Der Großteil dieser Gelder geht in das, was wir nennen Objektförderung, also in die Errichtung und Schaffung von neuen Wohnungen bzw. in die Sanierung von altem Bestand. 2020 haben wir 255 Millionen Euro in den Neubau investiert und 100 Millionen in die Renovierung. Ein geringerer Anteil geht in die sogenannte Subjektförderung, also werden als Wohnbeihilfe an jene Menschen ausbezahlt, die sich selbst geförderte Wohnungen nicht oder kaum mehr leisten können aufgrund ihrer Einkommenssituation. Woher kommen diese Gelder nun, diese 440 Millionen? Nun, sie kommen aus Steuermitteln. Wir haben in Österreich, das ist ein Bundesgesetz, das Wohnbaufinanzierungsgesetz, das sozusagen aus den Bruttoeinkommen der österreichischen Bevölkerung, und zwar aus dem Bruttoeinkommen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 0,5% bzw. von Unternehmerseite ebenfalls 0,5% eingebehalten wird, das sind so 1% der österreichischen Bruttoeinkommen. Und diese Gelder werden dann an die Bundesländer verteilt, wo diese sozusagen in sehr eigenständiger Art und Weise die investieren und verwalten können. Die bekommt aus diesem Titel 220 Millionen Euro pro Jahr. Jetzt werden Sie sich fragen, woher kommen die restlichen 220? Nun, die Gelder, die hier ausgegeben werden, sind nicht unbedingt verschenktes Geld, sondern sie sind vor allem im Bereich des Neubaus Darlehen. Sehr günstige Darlehen über einen Zeitraum von 20, 30, 35 Jahren mit einem Prozentsatz von 1%. Und dieses Wohnbauförderungsgesetz gibt es schon sehr, sehr lange, und deswegen bekommt die Stadt Wien über viele Jahre hindurch jetzt schon im Aufwand sozusagen Gelder zurück, die sie reinvestieren kann in die Förderung von Wohnbau und Wohnungsneubau. Das ist also mittlerweile ein sich selbst finanzierendes System nahezu geworden, das in den letzten Jahren, muss man aber leider dazu sagen, seine Krise erlebt hat, weil durch die Niedrigzinssituation, die wir weltumspannend eigentlich vorgefunden haben, waren viele Wohnbaugenossenschaften gar nicht mehr interessiert an Fördergeldern, weil sie haben so einen privaten Markt fast schon billiger bekommen und mussten sich nicht an die strengen Richtlinien, die im geförderten Segment existieren, halten. Sie konnten rascher bauen, sie konnten billiger bauen und sie konnten teurer vermieten und verkaufen. Das war ein gewisses Problem, mit dem wir zu kämpfen hatten, und deswegen haben wir auch daher entsprechende gesetzliche Rahmenbedingungen, die ich dann später noch etwas vorstellen möchte, geschaffen. Die Effekte, die wir dadurch erzielen, sind mannigfaltig. Wir haben durch den hohen Anteil von geförderten und gemeinbaren Wohnungen einen preisdämpfenden Effekt auf den gesamten Wohnungsmarkt in Wien. Wir haben aufgrund gesetzlicher Rahmenbedingungen in diesen Segmenten gedeckte Mieten. Wir haben einen hohen Mieterschutz in Wien, der Kündigungen in diesen Segmenten auch privaten großteils nahezu unmöglich macht, und wir haben vor allem auch Mieten, die unbefristet sind. Das heißt, sie unterschreiben den Mietvertrag und ziehen es dann aus, wenn sie es persönlich wirklich wollen und nicht vorher. Durch die hohen Investitionen in dem Bereich werden natürlich auch viele Arbeitsplätze geschaffen, und wie Sie später noch sehen werden, diese Häuser und diese Wohnungen sind über ganz Wien verteilt. Das heißt, wir haben einen sehr hohen sozialen Mix in unserer Stadt, nicht nur in den Wohnhausanlagen, sondern sie werden geförderte und Gemeindebauwohnungen schlicht und ergreifend einstatten. Es gibt keine Konzentration jeglicher Art auch immer. Und schlussendlich tragen all diese Maßnahmen, wie wir meinen, zu einer hohen Lebensqualität in unserer Stadt bei. Die Rahmenbedingungen sind, wie gesagt, die Mieten sind in der Höhe beschränkt. Wir haben im geförderten Segment eine Gewinnbeschränkung für die Genossenschaften. Wir haben eine hohe Mieterinnensicherheit durch unbefristete Mietverträge. Wir haben ein
Stadtbild, das durch viele sehr schöne Bauten sich auszuzeichnet, weil wir eben Fördergelder auch für die Sanierung ausgeben, auch im privaten Segment. Und wir haben die Baukategorie geförderter Wohnbau geschaffen, eben aufgrund der weltweiten niedrigen Zinssituation. Was heißt das nun? Nun, wenn die Stadt Wien hat seit mittlerweile nahezu 5 Jahren die Möglichkeit, aufgrund eines Gesetzes, das sie geschaffen hat, mit der Baukategorie geförderter Wohnbau, die Möglichkeit, gewisse Areale der Stadt Wien als gefördert zu deklarieren. Und wenn ein Areal als solches deklariert ist, dann müssen 2/3 der Wohnungen, die dort entstehen, den geförderten Kriterien entsprechen. Und wir schaffen permanent durch Ankäufe Grundstücksreserven. Dafür verantwortlich ist der Wohnfonds Wien, eine Institution der Stadt Wien, die sich unter anderem darum bemüht und kümmert. Und wir haben derzeit Grundstücksreserven in Wien von 3,1 Millionen Quadratmetern. Wie schaut denn der Wohnungsmarkt tatsächlich aus? Wir haben im Gemeindebau derzeit eine Höchstmiete von 6,15 Euro am Quadratmeter. Das ist eine Nettomiete, also ohne Betriebskosten und ohne Mehrwertsteuer. Brutto würde es in etwa 8,50 Euro derzeit ausmachen. Am privaten Markt ist die Situation eine ganz eine andere. Da haben wir Bruttomieten von derzeit rund 15 Euro in Wien. Diese Preise gelten für eine Kategorie A-Wohnung, eine Kategorie B-Wohnung ist deutlich günstiger. Die kostet 4,61 Euro derzeit am Quadratmeter und eine Kategorie C-Wohnung kostet 3,07 Euro. Wenn ich von Kategorie A bis C spreche, was meine ich da? Da geht es um die Standards der Wohnung. Eine Kategorie A-Wohnung hat einfach alle Standards, die eine moderne Wohnung haben sollte. Eine Kategorie B-Wohnung hat all das auch, aber keine zentrale Heizungsanlage. Und eine Kategorie C-Wohnung hat weder eine zentrale Heizungsanlage noch ein eigenes Bad. 72% unseres Wohnbaustandes im kommunalen Wohnbau sind auf Kategorie A-Standard gebracht. Wir haben bis vor einigen Jahren im Wesentlichen alle Wohnungen, die wir zurückbekommen haben, im Standard angehoben, das heißt renoviert und saniert. Haben dieses Programm aber gestoppt, machen nur mehr das sozusagen, was an gesetzlichen Vorschriften, Elektrik, Sanitär oder Ähnliches notwendig ist, belassen aber die Standards, wie sie oder die Kategorien, wie sie sind, weil es doch eine nicht so unerhebliche Zahl von Menschen, die aufgrund ihrer Einkommenssituation verunglücklich sind, wenn sie eine schlechter ausgestattete oder für wesentlich günstigere Wohnung bekommen. Wien ist anders. Wir haben in Wien nur einen sehr, sehr kleinen Teil an Wohnungseigentum, 19%. Der Rest von Österreich schaut ganz anders aus, da haben wir eine Eigentümerstruktur von 50%. Dafür ist der Anteil von Kommunalwohnungen in Wien relativ hoch, fast ein Drittel des Wiener Wohnungsbestandes ist im Eigentum der Stadt Wien. Wien ist eine Stadt der Mieterinnen und Mieter. 3/4 der Wienerinnen und Wiener haben eine Mietwohnung. Nur 13% liegt im Wohnungseigentum bzw. im Hauseigentum. Und das ist doch eine sehr besondere Situation, die, soweit ich das mitbekommen habe, und ich kann es relativ viel haben, relativ einmalig ist. Der Grund dafür ist einerseits historisch bedingt, andererseits aber auch durch die Tatsache, dass sie als Mieterinnen oder Mieter in Wien nahezu so in ihrer Wohnung leben, wenn sie der Eigentümer wären. Erstens haben sie einen unbefristeten Mietvertrag und zweitens, und das ist mindestens genauso wichtig, sie haben selbst als Mieter die Möglichkeit, die Wohnung ihren Kindern oder ihren Enkeln weiterzugeben. Das heißt, sie sind nahezu in derselben Situation, wie sie als Eigentümer wären. Es gibt also kaum Veranlassung für einen Menschen in Wien, sich unbedingt an eine Eigentumswohnung zu gründen. Der strukturelle Rahmen des Wiener Wohnungsmarkts ist definiert einerseits
durch das Wiener Umförderungs- und Wohnhaussanierungsgesetz, das ist so jenes Gesetz, das festlegt, wie die Gelder investiert werden sollten. Das sind also diese Gelder, die Fördersummen, die ich Ihnen zuvor vorgestellt habe. Darüber hinaus gibt es das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, das im Wesentlichen definiert, wie die nicht gewinnorientierten gemeinnützigen Wohnbaugesellschaften zu agieren haben. Das ist auf der einen Seite die Kostendeckung, die hier eingehalten werden muss. Diese Genossenschaften müssen ihren Kunden ein angemessenes Entgelt verrechnen. Das darf nicht höher, aber auch nicht geringer sein als die Kosten, die sich aus der Herstellung bzw. der Bewirtschaftung dieser Anlagen ergeben. Es gibt eine Gewinnbeschränkung und die Gewinne, die gemacht werden, müssen im Wesentlichen wieder in den geförderten Wohnbau fließen. Und es gibt auch personelle Einschränkungen. Die Gesellschaften müssen von Angehörigen des Baugewerbes unabhängig sein, um Kopplungsgeschäfte zu vermeiden. Und schlussendlich gibt es noch das Mietrechtsgesetz, das ein sehr starkes Instrument zum Mieterschutz ist. Es ist leider Gottes aber sehr komplex und in die Jahre gekommen und teilweise auch ungerecht, weil die Gesetzeslage völlig unterschiedlich ist, je nachdem, wie alt das Haus ist, wie viel Förderungsmittel hineingeflossen sind, wie lange ihr Mietvertrag schon gültig ist. Also das ist ein Gesetz, das eigentlich in Österreich reparaturbedürftig ist. Wir haben, wie gesagt, im Wesentlichen zwei unterschiedliche Sektoren im geförderten Segment. Auf der einen Seite den Gemeindebau und auf der anderen Seite den geförderten Wohnbau, die sich durch ihre Eigentümersituation unterscheiden. Es gibt aber auch ein zweites wesentliches Merkmal in diesen Segmenten. Wenn Sie eine geförderte Wohnung bekommen, dann müssen Sie einen Finanzierungsbeitrag leisten. Und der kann durchaus heftig sein. Das heißt, da fallen Beträge in der Wohnungsgröße an, die sich zwischen 15, 20, 35, 40.000 Euro bewegen. Wenn Sie eine Gemeindebauwohnung bekommen, unterschreiben Sie den Mietvertrag, bekommen den Schlüssel, ziehen ein und zahlen ab diesem Tag die Miete. Sie haben aber keine Maklergebühren oder keine Errichtungskosten oder ähnliches zu zahlen. Das heißt, Menschen mit einem eher geringeren Einkommen tendieren natürlich in den Gemeindebau beziehungsweise auch in ein paar spezielle Wohnformen, die wir mittlerweile auch im geförderten Segment geschaffen haben. Da ist vor allem die Smart Wohnung zu nennen, auf die ich später noch eingehen werde. Wie kommt man nun so rein in diese Wohnungen? Auf der einen Seite müssen Sie ein paar Vergabekriterien erfüllen, die da heißen, zumindest 2 Jahre Hauptwohnsitz in Wien. Sie müssen österreichischer Staatsbürger sein oder aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union kommen oder Sie können auch ein Flüchtling mit anerkannten Aufenthaltstitel sein. Also die Gruppe derer, die hier anspruchsberechtigt ist, ist grundsätzlich sehr groß. Sie müssen mindestens 18 Jahre bei Vertragsabschluss sein. Sie dürfen in einem Einpersonenhaushalt nicht mehr als 3.506 Euro netto verdienen. Das ist ein für Wien sehr, sehr hoher Betrag. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was ein durchschnittlicher Wiener und eine durchschnittliche Wienerin verdient. Warum ist dieser Betrag so hoch? Das ist ein klares politisches Statement, dass wir keine Ghetto-Situation haben wollen in unserer Stadt, weder in einzelnen Vierteln noch in einzelnen Bauten. Das heißt, das, was hier in Wien im geförderten Segment getan wird, ist nicht unbedingt nur eine Förderung für die Allerärmsten unserer Stadt, sondern es ist eine Mittelklasseförderung. 80% der Wiener Bevölkerung hat aufgrund der Einkommenssituation Anspruch und Zugang grundsätzlich zu diesem Segment des Wohnbaus. Wenn Sie allerdings einen Gemeindebau haben wollen oder eine besonders günstige geförderte Wohnung, dann müssen Sie auch ein soziales Kriterium erfüllen. Das kann sein, ein Überbelag in Ihrer derzeitigen Wohnsituation, das heißt, es sind einfach zu viele Menschen auf zu engem Raum.
Es können altersbedingte Gründe sein. Es gibt die sogenannte Jungwiener Aktion. Menschen unter 30, die noch bei den Eltern wohnen, fallen ebenfalls in dieses Segment hinein. Also da gibt es ein breites Spektrum dessen, was als Sozialkriterium anerkannt wird. Hier noch ein kurzer Überblick über die Einkommen, die Sie nicht überschreiten dürfen. Ein Personenhaushalt 3506, zwei Personen über 5000, drei Personen fast 6000 und so geht es weiter nach unten. Lassen Sie uns ein bisschen einen näheren Blick auf den Wiener Gemeindebau liefern. Das, was Sie hier sehen, ist Wien. Mit der Donau, die von Norden nach Südosten sich erstreckt, mit der inneren Stadt, so ziemlich das teuerste Kretzel Wiens, beziehungsweise dem Wienviertel im Nordwesten und im Südwesten unserer Stadt. Und das nächste Bild, das ich Ihnen zeige, ist dasselbe, aber diesmal mit den Gemeindebauten, die wir in unserer Stadt haben. 1800 an der Zahl. Und Sie sehen, die stehen einfach überall. Sie finden Fülle von Gemeindebauten in der Wienviertel und selbst im Wiener Zentrum hinterm Stephansdom finden Sie Gemeindebauten. Das heißt, das sorgt für einen extremen sozialen Mix in unserer Stadt und das ist uns sehr wichtig. Wie kam es dazu? Ein bisschen einen Rückblick gestatten Sie mir zur Entwicklung des sozialen Wohnbaus in Wien. In Zeiten der Monarchie vor dem Ersten Weltkrieg war Wien, wie gesagt, größer als heute mit über 2 Millionen Einwohnern. Die Wohnsituation war allerdings eine Katastrophe. Wien war jene Stadt in Europa, wo die Tuberkulose am meisten gewütet hat. Sie wurde deswegen auch als Wiener Krankheit bezeichnet und der Grund dafür war die extrem beengte Wohnsituation für die meisten Menschen in unserer Stadt. Die mussten entweder die Lehmhütten außerhalb der Stadt hausen oder fristen hier da sein als sogenannte Bettgeher. Das heißt, die hatten keine eigene Wohnung, sondern mieteten sich Betten in Wohnungen an, wo der Familienvater tagsüber seiner Arbeit nachgegangen ist und damit sich die Familie diese Wohnung bewohnt hat, das leisten konnten, nehmen sie Bettgeher hinein. Das heißt, in diesen Wohnungen haben dreimal so viele Menschen gewohnt, als eigentlich dafür vorgesehen war. Und aufgrund dieser Erfahrungen hat die nach dem Ersten Weltkrieg erstmals gewählte sozialdemokratische Stadtregierung ein sehr ambitioniertes Wohnbauprogramm beschlossen, das die Errichtung von 25.000 Wohnungen, kommunalen Wohnungen innerhalb relativ kürzester Zeit vorsah. Die Ziele, die hier sich gesetzt wurden, nämlich innerhalb von 5 Jahren diese Wohnbau zu richten, wurden aber fast schon in der Hälfte der Zeit erreicht und man hat dann noch einmal eins draufgesetzt und noch einmal die Errichtung von weiteren 25.000 Wohnungen beschlossen. Und, so hat es die Stadt Wien geschafft, das sogenannte Rote Wien, innerhalb kürzester Zeit, nämlich in einer kurzen Phase zwischen Ende des Ersten Weltkriegs und Beginn des Austrofaschismus in Wien oder in Österreich 60.000 Wohnungen kommunal neu zu errichten. Das Credo dieser Gemeindebauten war Luft, Licht und Sonne. Das heißt, die Bebauungsdichte dieser Bauten war sehr gering. Ein Drittel bis 50% der Fläche wurden nur verbaut. Der Rest waren Grünanlagen, Parkanlagen, Freiräume, Spielplätze etc. Mit Austrofaschismus und Nationalsozialismus waren dieses Programm jähes Ende. Im Zweiten Weltkrieg wurden in Wien 87.000 Wohnungen zerstört. Das heißt, man musste im Wesentlichen von vorne anfangen und hat dieses Programm dann auch umgehend neu gestartet und ins Leben gerufen. Und bis heute ist der kommunale Wohnbau eigentlich nie in Frage gestellt worden, was sicher auch damit zusammenhängt, dass Wien, mit Ausnahme eben dieser dunklen Periode zwischen 38 und 45, durchgehend sozialdemokratische Bürgermeister hatte und hat und deswegen ein Verkauf dieser Anlagen nie zur Debatte stand.
Wien hat auch neu da begonnen, kommunale Wohnungen zu errichten. Vor wenigen Jahren wurde das beschlossen und derzeit ist es geplant, 4000 Gemeindebauten in den nächsten Jahren neu zu bauen. Unsere Gemeindebauten sind teilweise sehr alt und in die Jahre gekommen. Das heißt, unser primäres Augenmerk heute liegt in der Renovierung und in der Sanierung dieser Bauten. Wobei zwei Aspekte dabei für uns besonders wichtig sind. Das eine ist, dafür zu sorgen, dass die Häuser barriereärmer werden. Sie werden, wenn sie 100 Jahre und älter waren und annähernd so alt sind, leider Gottes nie völlig barrierefrei werden können, weil das aufgrund der räumlichen Situation gar nicht geht. Aber wir versuchen sie bestmöglich barriereärmer zu machen und wir versuchen sie vor allem den modernen thermisch-energetischen Anforderungen entsprechend zu sanieren. Ich darf Ihnen hier ein kurzes Beispiel präsentieren. Das ist eine Wohnhausanlage im 20. Bezirk, die wir vor einigen Jahren generalsaniert haben. Das ist da alles passiert mit einem Investitionsvolumen von 36 Millionen Euro. Wir haben 78 neue Dachgeschosswohnungen installiert, 666 Balkone, Aufzüge bei jedem Stiegenhaus, barrierefreie Zugänge zu den Stiegenhäusern, Waschküchen, Raststellerräumen bzw. Müllräumen. Wir haben zwei barrierefreie Wohnungen mit Garten geschaffen, die Erneuerung der Außenanlagen vorgenommen, Errichtung von Seniorenwohnungen mit Heimbetreuung geschaffen bzw. den Zubau von Theosan während dem Fassaden. Das genannte Projekt Gemeindebau Neu, also in Richtung 4000 neuen Gemeindewohnungen, ist deswegen von Bedeutung, weil auch der Bedarf von sehr günstigem Wohnraum in den letzten Jahren gestiegen ist. Was sind die Rahmenelemente dieses Gemeindebauprogramms? Die Miete ist besonders kostengünstig, sie liegt brutto bei nur 7,50 Euro an Quadratmetern etwa. Wenn ich von brutto rede, in Österreich ist es so, dass die Energiekosten nicht in der Miete inkludiert sind, was glaube ich auch ein gewisser Unterschied zu Ihnen darstellt. Keine Eigenmittel sind notwendig, keine Kaution, keine Befristung der Mietverträge selbstverständlich. Also wir haben hier ein sehr kostengünstiges Segment, wo die Menschen hier die Möglichkeit haben, das zu nutzen. Die Gemeindebauten selbst sind teilweise sehr große Anlagen. Die größte ist die Pialin-Hans-Siedlung mit nahezu 6000 Wohnungen. Wir haben aber auch einige sehr kleine Anlagen, wo nur ein halbes Dutzend oder Dutzend Wohnungen drinnen ist. Wenn Sie sich die Geschichte des Gemeindebaus noch mal kurz in Erinnerung rufen, wir haben also diese zwei wesentlichen Bauphasen zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg. Der letzte klassische Gemeindebau ist 2014 errichtet worden. Danach hat die Stadt Wien das Gemeindebau-Wohnbauprogramm gestoppt. Wenn Sie sich fragen, warum ist das immer weniger geworden und hat die Stadt danach nichts mehr getan? Nein, sie hat schon was getan, aber sie hat ihre Wohnbaupolitik geändert und in dem Ausmaß, wie die Investitionen in den kommunalen Wohnbau gesunken sind, sind die Investitionen in den geförderten gestiegen. Warum ist das passiert? Das hat hauptsächlich finanzielle Gründe gehabt. Und das noch immer. Wenn Sie einen Gemeindebau errichten, also ein Haus, eine Wohnhausanlage errichten, die in Ihrem Eigentum steht, dann müssen Sie zu 100% die Bau- und Errichtungs- und Grundstückskosten finanzieren. Im geförderten Segment ist es anders, das wird nämlich aus drei Bereichen gespeist, die Finanzierung. Das ist das Eigenkapital der Genossenschaften bzw. Kredite, die diese aufnehmen. Das ist der Baukostenanteil, den die Mieterinnen und Mieter beitragen. Und schlussendlich sind es die Förderungen der Stadt Wien. Das heißt, nur ein Drittel der Kosten müssen von der Stadt Wien sozusagen zugeschlossen werden. Und Sie können mit demselben Geld, das Sie sozusagen im Gemeindebau aufwenden, dreimal so viel geförderte Wohnungen errichten. Und das ist der Hauptgrund, warum hier ein Wechsel in der Wohnbaupolitik vollzogen worden ist. Wiener Wohnen ist mit rund 4000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der größte soziale Hausverwalter Europas. Wir betreuen 1800 Wohnhaushalte mit 220.000 Wohnungen, rund 5.500 Ordinationen, Geschäftslokale und fast 50.000 Garagen und Abstellplätze für PKW. Wir kümmern uns aber nicht nur um unsere Häuser, sind auch die Menschen, die drinnen leben, wichtig. Deswegen gibt es eine Fülle von MieterInnen-Services. Wir haben auf der einen Seite das Service Center, wo unsere Kundinnen und Kunden 5 Tage die Woche tagsüber vorbeischauen können mit ihren Fragen und Anliegen, ihre Mietverträge unterschreiben etc. Wir haben ein Servicetelefon, das 24 Stunden, 7 Tage die Woche in Betrieb ist. Wir haben einen Trageservice, also in Fällen, wo der Aufzug ausfällt und Menschen sozusagen trotzdem noch ihre Wohnung verlassen müssen, werden sie getragen. Wir haben ein mobiles Einsatzteam, das dann ausdrückt, wenn irgendwo irgendwas passiert, und das passiert sehr oft, also ich kann es Ihnen sagen, wir haben durchschnittlich täglich in einer unserer Wohnungen einen Brand. Es muss aber nicht unbedingt der Brand sein, es kann auch schwerer Wasserschaden sein, etc. In diesem Fall rückt das mobile Einsatzteam aus, 7 Tage, 24 Stunden, und kümmert sich um die Betroffenen, beziehungsweise sorgt dafür, dass die eventuell Ersatzwohnungen bekommen, so was notwendig ist, und kümmert sich aber auch um eine möglichst rasche Sanierung der Wohnung. Wir haben die Hausbesorgerinnen und Hausbetreuer in den Wohnhausanlagen. Die sozusagen die erste Ansprechstelle für unsere Unternehmen sind. Wir haben die Wohnpartner. Das sind 150 Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, die für ein freundliches und lebenswertes Miteinander sorgen, die einerseits als Mediatoren bei Nachbarschaftskonflikten wirken, andererseits aber schon im Vorfeld durch Gemeinschaftsaktionen Sorge tragen, dass die Menschen sich möglichst gut kennen, möglichst gut miteinander auskommen und deswegen sozusagen Konflikte erst gar nicht entstehen. Wir haben die Mieterinnenvertreter, das heißt, die Menschen in unseren Wohnhausanlagen haben die Möglichkeit, Vertreter zu wählen, die dann ein Mitspracherecht bei der Betreuung und der Entwicklung der Wohnhausanlage haben, uns gegenüber als Eigentümer und Verwalter. Wir haben die Ordnungsberatung, die dann aktiv wird, wenn gar nichts mehr hilft, die kann auch Strafen ausstellen. Passiert ganz, ganz selten und es wird Sie nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, 90% der Fälle betreffen das Ruder vom Herd, das irgendwie in einer Wiese wieder etwas getan hat, das ist nicht ganz gut. Und wir haben schlussendlich auch nicht unbedeutend, und eigentlich nicht nur für meine Kolleginnen und Kollegen, sondern vor allem auch für die betroffenen Mieterinnen und Mieter, ein ganz wichtiges Instrument, nämlich das Case Management. Das ist nichts anderes als ein Kündigungspräventionsteam. Das heißt, immer dann, wenn Mieterinnen und Mieter in Zahlungsverzug kommen, rücken die aus, suchen den Kontakt und schauen, wie die finanziellen Probleme bereinigt werden können. Das ist eine Win-Win-Situation für alle Betroffenen. Erstens müssen wir die Kündigung nicht exekutieren. Und zweitens, auf das, was an Folgeschäden auf eine Kommune zukommt, in solchen Fällen kann vermieden werden. Kurz noch ein paar Worte zum geförderten Wohnbau. Der ist, wie gesagt, in der Verantwortung von gemeinnützigen Genossenschaften. Das, was Sie hier sehen, ist das derzeit größte Stadtentwicklungsgebiet von Wien, die Seestadt Aspern, die etwas außerhalb liegt. Wo jetzt ein Drittling etwa bereits fertiggestellt wird. Dieses Band, das Sie da sehen, ist die U-Bahn, die wurde gebaut, bevor der erste Baustein überhaupt gelegt worden ist, damit sozusagen die Anbindung an das Stadtzentrum mit öffentlichem Verkehr von vornherein geleistet worden ist und auch die Bauarbeiter mit der Schaufel sozusagen in diese zu ihren Arbeitsplatz fahren konnten. Wir
wir errichten mit den Fördergeldern, die wir in dieses Segment investieren, derzeit rund 7.000 Wohnungen pro Jahr. Genossenschaften müssen einem Verband angehören, der eine regelmäßige genaue Prüfung ihrer Geschäftstätigkeit vornimmt, und sie unterliegen auch der Aufsicht der Landesregierung. Und gemeinnützige Baugenossenschaften bauen überwiegend Wohnungen, die nach dem Wohnbaugesetz unseres Bundeslandes gefördert werden. Für diese Investments und für dieses Engagement sind sie im Gegenzug von der Körperschaftssteuer befreit. Wir haben derzeit in Wien 58 gemeinnützige Bauvereinigungen, die mehr als 200.000 Miet- und Genossenschaftswohnungen betreuen. Wenn Sie durch eines dieser Stadtentwicklungsgebiete in Wien gehen, und wir haben eine Reihe davon, dann wird Ihnen eines auffallen, das Ihnen vielleicht komisch vorkommt, nämlich da stehen privat finanziert errichtete Häuser und daneben steht eins mit Fördermitteln errichtetes, und in der Regel ist es so, dass das geförderte, der sogenannte soziale Wohnbau eine deutlich höhere Qualität aufweist als der privat finanzierte, der das Dreifache kostet. Warum ist es so? Weil im geförderten Segment sehr strenge Qualitätskriterien geltend gemacht werden. Da gibt es zwei Bereiche, die sozusagen Verfahren, die diese Erstellung dieses Wohnbaus durchlaufen muss. Kleinere Grundstücke laufen durch den Grundstücksbeitrag, größere durch einen Bauträgerwettbewerb. Ganz wesentlich ist aber, dass in beiden Segmenten vier zentrale Säulen eingehalten werden müssen. Das ist auf der einen Seite die soziale Nachhaltigkeit, die Architektur, die Ökonomie und die Ökologie. Und eine unabhängige Jury beurteilt die eingereichten Projekte, die, wie gesagt, von 58 derzeit aktiven Gesellschaften entwickelt werden, gemeinsam in der Regel mit einem Architekten bzw. Stadtplanerinnen, Gartenplanerinnen etc. und wählt das für Sie am besten geeignete oder erscheinende Projekt aus. Der Gewinner dieser Wettbewerbe bekommt den Zuschlag, und der Wohn von Wien, der wie gesagt auf der einen Seite für die Grundstücksbevorratung zuständig ist, auf der anderen Seite aber auch dafür verantwortlich ist, dass diese Qualitätskriterien eingehalten werden, sorgt dann schlussendlich in der Baubegleitung auch dafür, dass die Baukosten und das, was versprochen worden ist im Wettbewerb, auch schlussendlich eingehalten wird. Kurz noch zu den Smart-Wohnungen. Das ist ein Wohnbauprogramm innerhalb des geförderten Segments, um auch hier möglichst günstige Wohnungen zu schaffen. Und derzeit ist es so, dass ein Drittel bis die Hälfte aller geförderten Wohnungen diesen Smart-Wohnungskriterien unterliegen. Das heißt, wir haben hier relativ günstige Mieten, günstiger als im restlichen geförderten Segment. Wir haben geringere Eigenkostenanteile und wir haben auch hier natürlich unbefristete Mieten. Das ist Wien mit seinen großen Stadtentwicklungsgebieten. Der grüne Fleck ist das, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, die Seestadt Aspern. Wir haben aber das Glück, dass wir in Wien relativ große Bahnhofsareale haben, die wir für den Wohnbau nutzen können. Das sind Areale, wo derzeit rund 10.000, 15.000 Wohnungen derzeit entstehen bzw. schon entstanden sind. Das ist der rote Fleck rund um den ehemaligen Südbahnhof bzw. Ostbahnhof, der heute in dieser Form nicht mehr benötigt wird. Wir haben das Nordbahnhof-Areal. Und wir haben das kommende Zeitviertel am Westviertel, um einige zu nennen. Jetzt schaut die Situation grundsätzlich in Wien im Vergleich zu vielen anderen Städten zwar nicht so schlecht aus, aber ich kann Ihnen versichern, die Herausforderungen, die wir haben, für uns haben, sind trotzdem enorm. Auf der einen Seite haben wir einen Wohnungsbestand, der an die 100 Jahre alt ist, der entsprechend saniert gehört.
Und auf der anderen Seite haben wir eine Situation in Europa, wo wir möglichst rasch und durch den Krieg in der Ukraine und dringend notwendig dafür sorgen müssen, dass wir keine fossilen Brennstoffe mehr in unseren Wohnhausanlagen benötigen. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir das, was noch an Gas, an Heizungen existiert, an Gas, das für Warmwasser aufgebracht wird, beziehungsweise auch fürs Kochen, dass wir das in naher Zukunft nicht mehr benötigen. Von den 220.000 Wohnungen, die wir haben, werden derzeit 93.000 Wohnungen, also nahezu die Hälfte, immer noch in irgendeiner Form mit Gas, in irgendeiner Form noch Gas benötigt, eben fürs Kochen, Heizen oder fürs Warmwasser. Die Kosten, mit denen wir für den Umbau rechnen, betragen rund 1,7 Milliarden Euro. Da geht es also um enorme Summen, was auch nicht nur eine finanzielle Herausforderung ist, sondern auch eine Herausforderung an die entsprechenden Arbeitskräfte, die benötigt werden, beziehungsweise natürlich ist es ein entsprechend zeitgetriebenes Projekt. Wir wollen damit bis 2040 fertig sein, also wir haben nicht mehr viel Zeit, 15 Jahre sind verdammt kurz. Wenn Sie sich noch genauer informieren wollen über das, was in Wien passiert, das ist unsere Homepage, socialhousing.wien. Und jetzt noch einen kurzen Blick über ein paar exemplarische Anlagen unserer Stadt. Das ist eine Anlage im 12. Bezirk, ein relativ großer Gemeindebau aus jüngerer Zeit. Das ist ein Projekt am Nordbahnhof, ein selbstverwaltetes Haus in diesem Fall. Das ist der George Washington Hof im Süden Wiens, der exemplarisch dafür steht, wie viel Grünfläche in diesen Häusern vorhanden ist und wie viele Möglichkeiten sozusagen der Erholung sozusagen vor der Haustüre gegeben ist. Wobei man dazu sagen muss, dass sich die Anforderungen, die Herausforderungen ein bisschen verändert haben in den letzten Jahren. Wir haben in letzter Zeit verstärkt kleinere Wohnungen geschaffen und die Gemeinschaftseinrichtungen verstärkt. Und dann kam Corona und die Menschen sitzen in kleinen Wohnungen und dürfen die Gemeinschaftsräumlichkeiten nicht mehr nutzen. Heute haben wir eine Situation, wo im hohen Ausmaß Homeoffice gefragt ist. Homeoffice mit zwei Kindern, das kann man vergessen. Das heißt, man muss sich durchaus überlegen, was man mit diesen Gemeinschaftsräumen macht, ob man zukünftig eventuell teilweise in Homeoffice-Plätze im eigenen Haus quasi vis-à-vis vom Gang umbaut und nutzt. Das ist wieder ein geförderter Wohnbau im 3. Bezirk, der mir persönlich sehr gut gefällt. Ein klassischer Gemeindebau an der Ringstraße des Proletariats, des sogenannten im 5. Bezirk. Ein weiterer Genossenschaftsbau und hier von oben Genossenschaft und Gemeindebau nebeneinander. Links im Hintergrund sind alles Gemeindebauten mit dem Goethehof, der gerade frisch saniert worden ist, und rechts entlang der Donau in so genossenschaftliche Wohnbau. Was im Konzept des Gemeindebaus immer wichtig ist oder war und immer noch ist, es geht nicht nur um die Errichtung von Wohnungen, sondern es geht auch um die Errichtung von Bildungs-, Freizeit- und Kultureinrichtungen. Sie werden neben dem Gemeindebau Kindergärten und Schulen finden, Sie werden Arztpraxen finden, Sie werden Theater finden. Das war also immer schon ein wesentlicher Bestandteil unseres Wohnbaukonzepts. Und damit sage ich danke für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen gerne zur Verfügung.
können uns alle bei Ihnen bedanken, vor allem für diesen sehr umfangreichen Vortrag. Und ich bin ehrlich gesagt froh, dass Sie noch ein paar Herausforderungen genannt haben, weil sonst würde man hier voller Neid und erschüttert nach Hause gehen bei all diesen Angeboten und Möglichkeiten, die man in Wien als Mieter hat. Man hat fast das Gefühl, ein rundum sorglos Paket in allen Lebenslagen zu bekommen. Sie können gerne gleich auch Fragen stellen. Dann würden wir Sie bitten, Sie kriegen dann auch ein Mikrofon, aufzustehen und auch Ihren Namen zu nennen, damit wir später auch vielleicht Rückfragen stellen können oder auch auf Sie zukommen können. Ich habe eine Frage in die Runde gestellt, aber die möchte ich gerne zuerst Ihnen stellen. Sie haben so viele Maßnahmen und Möglichkeiten genannt, die könnten wir jetzt wieder aufzählen. Was meinen Sie denn, wäre am besten oder am einfachsten übertragbar jetzt für die Entwicklung im Fliegerhorst? Ich glaube, dass es ein paar Kernelemente braucht, um leistbaren Wohnraum zu schaffen. Sie brauchen ein Grundstück, Sie brauchen ein bisschen eine öffentliche Gelder, ohne den wird es nicht geben, und Sie brauchen ein politisches Commitment, das alles auch in Gang zu setzen. Und ich glaube, das sind jetzt die drei wesentlichsten Punkte, die in dem Zusammenhang zu nennen sind. Ja, sehr gut, da haben Sie jetzt sozusagen den großen Bogen gespannt und uns alle darauf eingestimmt, was da tatsächlich notwendig ist. Gibt es denn Fragen oder auch Anregungen aus der Runde? Also ich habe auch für mich ein paar Fragen vielleicht noch gesammelt, wenn Sie noch ein bisschen überlegen. Ansonsten rühren Sie sich gerne. Ja, hier haben wir vorne gleich eine Frage. Mein Name ist Siegelzer, ich bin auch Mitglied vom Stadtrat in Erding und ich möchte mich erstmal recht herzlich bedanken über den Vortrag. War hochspannend und interessant. Es würde mir da ein unter Blumenstraßenfragen einfallen. Zum Beispiel die geförderten Wohnungsbaugeschichten, da muss der Mieter eine gewisse Summe mit beitragen an den, also für die Errichtung des Baus. Schließt man damit nicht schon wieder aus, dass eine gewisse Bevölkerungsschicht diese Kosten aufbringen kann? Das wäre eine Frage. Die zweite Frage, was ich hätte, Sie sagen, die Mietverhältnisse sind praktisch unkündbar. Haben Sie da Probleme damit, dass zum Beispiel ältere Leute, wo der Lebenspartner weggeschlagen ist, in einer verhältnismäßig großen Wohnung noch lebt, die nicht genutzt werden kann? Das ist so eine Geschichte. Die weitere Frage hätte ich noch, wie ist das mit Singles? Es ist ja so, dass die Anzahl der Single-Wohnungen zunimmt, haben Sie darauf reagiert? Und noch eine Frage, ich habe gesehen, auf diesen Bildern sind fast keine Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Planen Sie da was oder warum ist das so? Das war das erste Mal. Danke. Ja, ich hoffe, ich habe mir das alles gemerkt. Baukostenzuschüsse, Beiträge der Mieterinnen und Mieter im geförderten Segment. Sie haben völlig recht, man schließt damit eine gewisse Bevölkerungsschicht aus. Das ist das eine. Das zweite, es ist aber kein Geld, das die zukünftigen Mieter verschenken. Das bekämen sie, wenn sie ausziehen, mit einem Abzug von 1% wieder zurück. Einerseits. Andererseits, wenn Sie einen älteren Bau einziehen, reduziert sich der Beitrag jeweils um 1% pro Jahr. Das heißt, Sie haben als nicht so gut begüteter Wiener, Wienerin die Möglichkeit, entweder in einen älteren geförderten Wohnbau einzuziehen oder in eine sogenannte Smart-Wohnung im geförderten Segment, wo die Eigenmittelanteile wesentlich geringer sind. Und dann gibt es immer noch 220.000 Gemeindewohnungen, die Ihnen als Alternative offen stehen. Also ja, es gibt hier eine Beschränkung für gewisse Menschen mit sehr geringen Einkommen in unserer Stadt, aber es ist überschaubar. Photovoltaik, das ist die zentrale Herausforderung, vor der wahrscheinlich das gesamte westliche Europa steht. Wir müssen raus aus russischem Gas und Wien ist extrem abhängig, ganz extrem abhängig von russischem Gas.
Und wir müssen alles tun, um davon wegzukommen. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Wir haben Wasser, wir haben Wind, wir haben Sonne und wir haben Erdwärme. Und das war es auch schon wieder. Und all das, was da geht, müssen wir tun, auch was die Photovoltaikanlage betrifft. Das sind diese Investitionen, die ich kurz genannt habe zuvor, die notwendig sind in den nächsten Jahren. Was war noch? Sinkebohrungen. Ja, wir nehmen auf diese Entwicklung Rücksicht und wir bauen eine zunehmende Zahl kleinerer Wohnungen. Und eine zunehmende Zahl für Alleinerziehende, in der Regel Frauen, muss man auch dazu sagen. Dann ja, also wenn Sie bei uns Mieter sind in Wien, haben Sie einen unbefristeten Mietvertrag und Sie ziehen dann aus, wenn Sie das wollen. Und wenn Sie alt und alleine sind und der Mann weggestorben ist und die vier Kinder ausgezogen sind und die Wohnung und Sie auf 150 Quadratmeter alleine wohnen, dann ist das so. Und dann wird die Wohnung erst dann frei, wenn Sie entweder ins Altersheim gehen oder sterben. Ja, mein Name ist Rita Radler und ich würde ganz weggehen, eine ganz andere Frage abseits der Single-Wohnung stellen. Ich bin seit 40 Jahren in der Pflege, ich leite ein Hospiz in Erding und ich habe in den letzten Jahrzehnten beobachten können, wie sich die Pflegelage verändert und ich weiß, was kommen wird, ich bin jetzt mal so, und schaue mal in die Zukunft. Wir werden nicht mehr nur kleine Wohnungen brauchen, sondern wir werden Wohnungen benötigen, die ein Mehrgenerationen Zusammenleben ermöglichen, denn wir werden keinen Platz mehr in Pflegeheimen bekommen und wir werden, wenn wir einen Platz bekommen sollten, uns dann raufen müssen, weil es nämlich auch keine Pflegekräfte mehr gibt. Und wenn wir irgendwo eine Möglichkeit haben, im Alter noch bleiben zu wollen, dann zu Hause, wenn wir die Möglichkeit haben, dass es dort ein Zimmer gibt, wo wir untergebracht werden können, ein barrierefreies Wohnen, und eine Möglichkeit, dass die Familie, die mich nimmt, auch unterstützt wird. Sprich, vielleicht sowas wie eine Tagespflege oder ähnliches in der Nähe. Ich bin ganz anderer Meinung, ich weiß, dass wir Single-Wohnungen brauchen, ich bin aber auch der Meinung, dass was wir brauchen, das ist ein Mehrgenerationen-Wohnen oder Mehrgenerationen-Häuser, die ein solches Miteinander ermöglichen. Und dann auch eben, wie Sie das so schon gesagt haben, diese Gemeinschaftsräumlichkeiten, wo ich dann auch sagen kann, den Opa mal da lassen, weil ich heute morgen arbeiten muss und niemand anderes vielleicht dann auch da. Ich weiß, das ist sehr zukunftsvisionär gedacht, aber ich glaube, wir steuern dann was hinein. Österreich wird nicht anders sein wie bei uns, dass wir nicht mehr wissen, wohin mit unseren alten Menschen und wir haben sie ja trotzdem lieb und wir möchten sie ja irgendwo untergebracht wissen. Da würde ich bitte daran denken wollen, auch hier in Erding, dass wir nicht vergessen, dass wir auch an solche Dinge denken. Kann ich nur ja sagen. Was wir tun, ist, dass wir, wie gesagt, Sorge tragen, dass möglichst all das, was in Sanierung ist, entsprechend barriereärmer machen, leichter zugänglich machen für ältere Menschen. Viel mehr können wir als Wohnhausverwaltung nicht tun, wobei man dazu sagen muss, in Wien ist die Wohnhäuserverwaltung auf politischer Ebene nicht für soziale Agenten zuständig. Das ist eine eigene Abteilung. Eigener Stadtrat, der sozusagen in diesem Segment aktiv ist und wo eigener Wohnraum hier für diese Zielgruppen geschaffen werden muss. Ich will es gar nicht, wenn Fragen an Sie sind, aber es gibt gute Konzepte eben in diesem gemeinschaftlichen und generationsübergreifenden Wohnen, die wir auch aus Zürich kennen. Das sind die sogenannten Flexi-Wohnungen, wo ich, wenn ich eine Wohnung im Haus habe, eine kleine Einheit temporär dazu nehmen kann, genau für solche Fälle, wenn ich
Bedarf habe, jemanden zu pflegen oder Homeoffice oder das Pubertier irgendwie mal separiert werden muss oder die Partner sich gerade nicht verstehen und so. Auch solche Lösungen, finde ich, kann man gut mitdenken. Also wir müssen flexiblere und ja, innovativere Konzepte letztendlich umsetzen, aber die Fragen sollen Ihnen gelten. Ich habe mich jetzt ein bisschen reingekrätscht. Hat denn jemand noch eine Frage? Ja, also ganz viele. Also ich glaube erst hier und dann waren hier zwei Fragen. Aber Sie sollten eigentlich alle aufstehen und genau. Ja, vielen Dank für den tollen Vortrag. Die Wiener Modelle hat mich schon immer fasziniert und schauen wir sehr fest, dass es sich hier nicht um Bundespolitik oder Landespolitik, sondern Kommunalpolitik handelt. Wir sind also auch Stadtrat, also von der Idee ist die Stadt darüber auch gefragt, inwieweit sie sich Möglichkeiten überlegt, so ein bisschen in die Richtung hinzukommen, mit dem, was sie dort besprochen haben. Schauen wir auch die 6,50 Euro für Quadratmeter waren das, glaube ich, und dann 7,5 für unterschiedliche Bereiche. Wenn man das jetzt mit der vergleicht, 14,2, glaube ich, da war gleich mal am Anfang, am anderen, auf dem Vortrag zu lesen. Ja, leider ist die größte, sind die Vertreter der größten Partei hier nicht dabei, sonst könnten die was sagen. Ansonsten ist halt wirklich die Frage, weil die Kommunalpolitik diese Richtung ja nur aufnimmt, sind die viel noch was oder auch unabhängig davon. So ein bisschen habe ich ich wollte eigentlich nur eine Frage gehabt, aber die fällt mir jetzt nicht ein. Das Hinweis halt an die Stadtentwickler auch, die Leiter die Möglichkeit besteht, so ein bisschen tatsächlich in diese Richtung zu gehen. Wenn sie Ihnen wieder einfällt, dann rühren Sie sich nochmal. Jetzt hatten wir hier den Plan. Ja, nur ganz kurz dazu. Kennen Sie die gesetzliche Situation in Deutschland nicht, aber Wien hätte diese Möglichkeit nicht, wenn es nicht Stadt und Bundesland gleichzeitig wäre. Das ist Kompetenz der Bundesländer und deswegen kann Wien in der Form nur agieren, weil es eben auch den Status eines Bundeslandes hat. Guten Abend, mein Name ist Raab. Ich habe zwei Fragen. Sie haben ziemlich zu Beginn haben Sie erwähnt, es gibt eine sogenannte Grundstücksreserve. Jetzt wäre für mich eine Frage, wie akquirieren Sie da neue Grundstücke? Weil ich meine, wenn Sie im Jahr wieder neue Wohnhäuser bauen, dann müssen ja auch wieder neue Grundstücke dazukommen. Und die zweite Frage ist, Sie haben diese Einkommensgrenzen genannt, die festlegen, ob man eine Förderung oder einen Förderanspruch hat oder nicht. Jetzt kann ich mir gut vorstellen, wenn man eine Wohnung einzieht und sagen, man wohnt da, man hat einen großen Mietvertrag, dass dann mit der Jahre ein Einkommen steigt und ich irgendwann über diese Einkommensgrenze komme. Was passiert dann? Dann sind Sie froh und glücklich. wir schauen uns das Einkommen einmal an, nämlich beim Unterzeichnen des Mietvertrages. Wenn Sie da unter der Einkommensgrenze liegen und sich im Laufe Ihres Lebens entsprechend weiterentwickeln und so super reich werden, dann hat das überhaupt keinen Einfluss auf Ihren Mietvertrag, das ist uns egal. Im Gegenteil, Sie sorgen damit für einen besseren sozialen Mix in unseren Wohnhausanlagen und darauf sind wir eigentlich, darüber sind wir glücklich. Abgesehen davon, der Verwaltungsaufwand, der damit da einhergehen würde, den möchte ich aber nicht, das wäre der absolute Wahnsinn. Das ist das eine, das andere war die Grundstücke. Sie haben recht, das was erbaut wird, muss sozusagen laufend dazugekauft werden. Und Wien hat hier im Vergleich zu einem privaten Investor einen riesen Vorteil. Wir können auf Jahrzehnte im Voraus Brachland oder Grünland kaufen. Wir sind nicht in einer Situation, wo wir das morgen zu Geld machen müssen, wie das ein privater Investor tut. Der kauft heute das Land, möchte morgen bauen anfangen und übermorgen verkaufen. In der Situation sind wir nicht und deswegen können wir Grundstücke kaufen, die immer noch kostengünstig sind und mit dem entsprechenden Vorlauf sozusagen auf die Seite legen. Ja, ich glaube, das ist der Schlüssel, oder? Weil München hat diese Möglichkeit eigentlich nicht. Es gibt keine Flächenreserven mehr. Und inwiefern ein Glück für Sie, wenn Sie den Fliegerhorst hoffentlich günstiger werben können.
um solche Reserven zu schaffen. Jetzt war hier vorne, glaube ich, bei Ihnen eine Frage. Mein Name ist Grimm, ich bin von der kooperativen Großstadt München, eine Genossenschaft. Ich hätte jetzt die Frage nochmal an Sie, wie das mit den Wettbewerben ist. Also alle Ihre neuen Projekte über Wettbewerbe laufen, weil das halte ich für eine sehr wichtige Sache, um einfach auch die architektonische und soziale Komponente einfach zu berücksichtigen. Ja, alle Projekte im geförderten Segment müssen diesen Wettbewerb durchlaufen und werden auch diesen vier Säulen Architektur, Ökonomie, Ökologie und soziale Nachhaltigkeit beurteilt. Das ist das, was ich am Anfang erwähnt hatte, was wir hier Konzeptvergabe oder Konzeptvergabeverfahren bezeichnen. Als Wettbewerb würde man, deswegen, ich versuche das so ein bisschen klarzustellen, eher den Architekturwettbewerb bei uns sehen, aber das geht ja über die Architektur weit hinaus oder Architektur ist ein Aspekt davon. Grüße Sie, Lagerin, eine Frage. Wenn jetzt sehr viele Wohnungen mit Gas noch beheizt werden, kein Photovoltaik drauf ist und der CO2-Preis, der eingepreist wird, irgendwann mal, dann gehen natürlich die Mietpreise demzufolge auch extrem hoch. Aus den Berechnungen können sich die Leute dann das überhaupt noch leisten? Naja, das ist ein Problem, das heute schon viele haben, weil die Gaspreise mittlerweile viermal so hoch sind als vor einem Jahr und der Strompreis sich ähnlich entwickelt hat. Also, dass sich das Heizen, das Warmwasseraufbereiten, das Kochen in den Wohnungsanlagen dramatisch verteuert hat. Das haben wir ja schon heute schon. Das heißt, wir müssen dafür sorgen und deswegen dieses Investitionsprogramm, dass wir eben aus dem Gas rauskommen. Und da gibt es eben Wind, Sonne, Wasser, Erdwärme. Mehr haben wir nicht in Österreich. Nachdem die Bevölkerung sich vor vielen, vielen Jahren schon entschieden hat, auf Atomkraft zu verzichten. Gibt es denn Vergleiche, wie die Anlagentechnik im Vergleich zu anderen Städten so noch veraltet ist, weil die Stadt hat ja damals keinen Mehrwert gefunden, natürlich viel zu sanieren, weil ja die Energiekosten ja auch der Mieter trägt. Naja, insofern kann es uns ja wurscht sein, ja, weil es ist ja eine Vereinbarung zwischen Mieter und Energiebereitsteller. Das geht ja uns als Verwalter überhaupt nichts an in Wahrheit. Das ist ja eine Geschichte, die ja uns völlig vorbeigeht, theoretisch. Praktisch ist es natürlich so, dass wir seit vielen Jahren, das war weit vor Ukraine und weit vor der Explosion der Energiepreise, schon immer, wenn es möglich war, bei der Sanierung von Wohnhausanlagen, diese an das Fernwärmenetz angeschlossen haben. Das Problem ist nur, dass in Wien auch die Fernwärme zu einem hohen Ausmaß mit russischem Gas erzeugt wird. Ja. Also da nutzt man jetzt die Photovoltaikanlage am Dach schon auch, aber nur bedingt. Okay, danke. Dann haben wir hier vorne eine Frage. Grüß Gott, Markus Löhl, mein Name. Ich wollte nochmal auf das Thema mit Rutsch und Rutsch ist drauf eingehen. Meine Frage richtet sich eigentlich mehr an den Stadtrat hier. Ich kann mich erinnern an einen Zeitungsartikel vor ein paar Jahren, wie das ganze Thema aufkam, dass ja bei uns der Flieger was in einer Art Verbund ist und der ja praktisch verkauft werden wird hier an die Stadt als potenzieller Käufer. Und damals war in dem Zeitungsartikel genannt, dass das höchstwahrscheinlich dann meistbietend erfolgen wird, sprich also dann auf dem Markt angeboten wird mit allen möglichen Investoren. Stimmt das so, beziehungsweise sehr anders gefragt, wie ist das der Stand der Dinge? Ja, vielen Dank für die Frage, die Bericht antworten. Wir führen uns halt auch eine Verhandlung mit der BIMA. Die BIMA als Bundesinstitution, die über diese Grundstücke verfügt, hat gesetzlichen Auftrag, eigentlich ihre Flächen, die sie verwaltet, an den Höchstbietenden erstmal zu übergeben. Wir sind als
Gelegenheitskommune oder Standortkommune in der privilegierten Situation, dass die Dinge aber erst mit uns verhandeln muss. Das ist so ein bisschen ja, das Zucker, was uns die Bundesverwaltung da sozusagen gibt, um einen letztendlich ja, einen Grundstückspreis zu finden, sind sehr, sehr viele Gutachten erforderlich. Die sind auch noch nicht abgeschlossen und wir können auch noch nicht sagen, zu welchem Preis wir letztendlich kaufen. Um eine Größenordnung mal zu sagen, der Fliegerhaus hat ungefähr 3,5 Millionen Quadratmeter, das ist, entspricht ungefähr der Flächenreserve, die die Stadt Wien im Moment noch hat. Also selbst wenn wir für 1 Euro für die Quadratmeter zahlen oder 10 Euro, kann sich ausrechnen, wie viel es am Ende für uns kosten würde. Große Abzugskosten sind Dinge, die im Boden stecken, wie Leitlasten, Kampfmittel, die man einfach keine Kenntnis haben kann. Zumal ja auch der Flieger aus dem Zweiten Weltkrieg bombardiert worden ist. Und da gibt es einfach noch ein bisschen was im Boden. Tatsächlich ist es so, dass die Kommune eben der erste Verhandlungspartner ist und in der Regel, zumindest in der Vergangenheit, diese Liegenschaften auch an die Kommunen abgegeben werden konnten. Zu welchem Preis, das ist ja auch noch nicht. Wird da über Erbpacht diskutiert? Entschuldigung, dass ich reinfällt. In welcher steht es so? In Erbpacht vom Bund oder ja. Wie die Grundstücke übergeben werden? Ja. Also wäre jetzt für mich ein neues Modell. Ich glaube nicht, dass die Klima sowas macht. Die Klima verkauft, weil sie den Auftrag hat, eben Geld zu verdienen. Das kann sie in der Regel besser über den Grundstücksverkauf. Schnelles Geld. Schnelles Geld. Dann haben wir da hinten noch eine Frage. Vielleicht kann ich zwischendurch noch eine Frage stellen, die sich sowohl an vielleicht die lokale Politik als auch an Sie richtet, Herr Schamte. Also, ich habe das Gefühl, wir haben so ein bisschen mit einem Paradigmenwechsel zu tun, weil letztendlich Entwicklungen eigentlich immer so ein bisschen den freien Markt überlassen wurden, oft auch an Investoren vergeben wurden, die dann größere Areale entwickelt haben. Und wenn dann sozialer Wohnungsbau gebaut wurde, dann ist das irgendwie als so notwendiges Übel und muss man halt auch noch. Und die Leute sollen ja auch irgendwo wohnen. Und ich habe bei Ihnen so das Gefühl, dass man ganz anders mit dem Thema Bezahlbarkeit und auch mit dem Mieter umgeht. Also ich würde fast sagen liebevoll, also als eine Gesamtaufgabe gesehen wird, die Menschen irgendwie glücklich zu machen in ihren Wohnungen. Und das hat mich sehr zum Denken angeregt. Aber es ist jetzt gar keine richtige Frage. Aber bei uns, bei den Neubauarealen, bei den großen, die ich da Ihnen gezeigt habe, da stehen nicht nur kommunale bzw. geförderte Wohnungen, da gibt es auch private, die da drinnen bauen und errichten. Und da gibt es auch eine Art von Querfinanzierung schon auch, ja, wo man halt das Geld, das man von den Privaten für ein Grundstück zu einem wesentlich höheren Preis verlangt als vom Geförderten, sozusagen nutzt, um die anderen Flächen entsprechend kostengünstig zu entwickeln. Gibt schon entsprechende Möglichkeiten einer Querfinanzierung durchaus. Jetzt entschuldige ich mich, dass ich mich reingequetscht habe. Mein Name ist Harald Kammer. Mich interessiert die Wirtschaftlichkeit des Portfolios, losgelöst von Grundstückspreisen, ist die Erstellung der Betrieb, aber auch die Renovierung oder Instandhaltung grundsätzlich auch kostenintensiv. Jetzt, wenn ich mal anschaue, Erdinger Vergleich 14,20 zu im Schnitt 7 Euro vielleicht, kostet ja trotzdem Geld, auch wenn man die Inspektions- oder Renovierungszyklen ausgehend im Vergleich, wie sehen da ja, so die KPIs oder die wirtschaftlichen Kennzahlen aus? Also Sanierungszyklen ausdehnen und deswegen kostensparend, das ist ein Druckschluss. Weil je länger der Zyklus, umso mehr müssen sie investieren. Abgesehen davon, dass die Mieterinnen und Mieter das auch nicht gerade gutieren. Also sie müssen schon, wir gehen von einem 40-Jahre-Zyklus aus, sie müssen schon permanent dafür sorgen, dass das Haus den modernsten Standards angepasst und angeglichen wird und entspricht. Darüber hinaus ist es so, dass wir pro Jahr in etwa 8.000 von den 220.000 zurückbekommen und natürlich all diese Wohnungen ebenfalls im Standard entsprechend den aktuellen Gegebenheiten anpassen. Also es passiert da laufend was in der Sanierung, in den Investitionen. Und es ist schon so, dass Sie mit einer Nettomiete von 6,15 Euro
Du hast dafür Sorge tragen können, dass das Haus nicht verfällt, zumal es ja Fördergelder der Stadt Wien gibt für die Sanierung, die ja auch wir als kommunales Wohnbauunternehmen genauso wie ein Privater in Anspruch nehmen kann. Und natürlich gibt es die entsprechenden Rücklagen, die auf den Häusern oft auf sind. Und wenn alles nicht mehr weiterhilft, dann, das kommt auch vor, gibt es ein sogenanntes § 18 Verfahren, wo wir als Eigentümer einen Kredit aufnehmen und die Rückzahlungskosten über 10 Jahre hindurch den Mieten aufschlagen. Das heißt, es kommt in diesen Fällen zu einem temporären Anstieg der Mietzinse. Dort, wo es Probleme gibt, gibt es dann wieder die Wohnbeihilfe der Stadt Wien, also auch da wird dann geholfen. Aber was es nicht gibt, was in Deutschland, soweit ich ja weiß, gang und gäbe ist, dass man ein bisschen was saniert und dann überall die Mieten raufschneidet. Das ist in Wien undenkbar. Darf ich dazu was ergänzen? Also in München haben die Bestandsgenossenschaften in ihrem Wohnungsbestand eine Durchschnittsmiete von 5,50 Euro. Also das ist auch bei uns absolut möglich, wenn mit Wohnen, wenn Wohnen keine Ware ist und mit Wohnen kein Gewinn gemacht wird, sondern wenn für das Wohnen nur das verlangt wird, was für als Kostenmiete für die Bewirtschaftung, Instandhaltung und Sanierung einfach verlangt wird. Jetzt gibt es ganz viele Wortmeldungen. Erst Sie, dann bei dir vorne die drei Herrschaften. Ich wollte fragen wegen Mobilitätskonzept und auch eine Möglichkeit für autofreie Quartiere. Wie wichtig ist das für euch? Sehr wichtig. All diese Neubauquartiere sind sogenannte 15-Minuten-Areale. Das heißt, sie haben, also die bauen ja nicht nur Wohnungen, sondern sie finden dort Universitäten, Schulen, Kindergärten, Arztpraxen, Lebensmittelgeschäfte, also all das, was man halt braucht zum täglichen Leben. In den genannten Arealen werden im Schnitt 10.000, 15.000 Wohnungen errichtet und 20.000 Arbeitsplätze geschaffen. Also es geht immer um den Mix, all das, was notwendig ist, um eine Stadt der kurzen Wege zu ermöglichen und um ein möglichst angenehmes Leben für die dort ansässigen Bevölkerung zu schaffen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich wollte nur mal einhaken, Sie hatten es gerade gesagt, eben mit den alten Münchner Genossenschaften, die eben 5 Euro für den Quadratmeter haben, weil eben vorhin eigentlich der durchschnittliche Mietpreis von erwerblichen Wohnungen ist mit dem geförderten und Gemeindebau in Wien. Und das muss man eben sich wirklich auch bewusst werden, dass da zwei verschiedene Sachen miteinander verglichen werden. Das andere, was mir jetzt noch wichtig war, ist, dass der große Bestand, der in Wien da ist, und der kleine Bestand, den wir in München haben, oder ich weiß nicht, ob es hier in Jährigen Genossenschaften gibt, eben eigentlich ein großer Fehler ist und dass man jetzt mit diesem Projekt hier versuchen müsste, in der Gemeinde, in der Stadt Erlingen, Entschuldigung, ganz klar eben diese Genossenschaften und auch den Förderbau der Stadt selber zu fördern, um wirklich eine Zukunftsperspektive, die bezahlbar ist, in ihrer Stadt zu bekommen. Vielleicht dazu noch anschließend, Sie sprachen vorher das Thema Konzeptvergabe an. Vielleicht können Sie das noch dem Plenum hier kurz erläutern, was sich erinnert. Kann ich das kurz, weil Sie hatten sich auch gemeldet, dann würde ich das kurz machen, dann kommen Sie dran, ich habe Sie so nicht vergessen. Ja, letztendlich eigentlich genau das, was der Herr Schantl auch vorgestellt hat, dass Grundstücke eben zu einem Festpreis vergeben werden und dann muss ich ja auswählen. Dann kann ich ja nicht sagen, du kriegst es, weil du hast eine schönere Nase oder du hast beim letzten Mal das Grundstück nicht gekriegt, sondern ich kann mir dann als Kommune überlegen, okay, wenn ich das Grundstück vergebe, was will ich denn dann von den Bewerbern auf dieses Grundstück haben? Da hat die Stadt Wien diese 4 Säulen mit verschiedenen Kriterien. Das kann man ganz unterschiedlich stricken. Hier sind wir total frei eigentlich, Kriterien und Auswahlkriterien und Zielsetzungen zu definieren. Die können
von sozialen Themen bis zu gestalterischen Themen, Nachhaltigkeitsthemen reichen. Und dann wählt man aus und auch das, wie man auswählt, kann man gestalten, idealerweise eben mit einem Gremium, das dann auch so breit besetzt ist, dass es auch zu nicht nur Architektur, weil häufig werden bei uns die Gremien fast nur mit Architekten besetzt, die dann ihren Fokus auf das Haus gefällt mir nicht legen, sondern es geht ganz, ganz stark um Inhalte, also um letztendlich Werte und auch um eine Ausstrahlung des Projekts in das Quartier und in die Nachbarschaft als ein Baustein für ein lebendiges Quartier. Also ich hoffe, das war es verständlich. Aber es in Wien ganz genauso, wenn ich das so. Hier vorne, der Herr. Ach so. Gemeldet schon gerade Zeit, deswegen verweise ich Ihnen. Ja, hallo, grüß Gott. Mein Name ist Wolf von Glück. Herr Schandl, ich hätte nur eine Frage an Sie. Und zwar, das war jetzt recht interessant, was Sie heute gehört haben. Das Thema Decarbonizing haben wir ja schon gehört, Carbon Footprint. Was sind denn derzeit eigentlich vom Gemeindebau die größten Herausforderungen oder Probleme und wir schauen die Lösungen derzeit dazu aus? Ja, das ist es in Wahrheit. Wir müssen Sorge tragen, dass der Altbestand den modernen Standards angeglichen wird, laufend saniert wird und vor allem die Dekarbonisierung vorangetrieben wird. Ziel ist bis 2040, und das ist wirklich ein verdammt kurzer Zeitraum, alle unsere Häuser CO2-neutral zu machen und ohne fossile Brennstoffe auszukommen. Und das ist ein ambitioniertes Ziel. Jetzt eine ganz andere Frage, aber ich hätte auch noch eine Frage an Sie. Sie haben gesagt, der Standard im geförderten Wohnungsbau ist höher als im freifinanzierten. Das ist bei uns auch so. Tatsächlich ist bei uns der Standard und auch die Anforderungen, die an den geförderten Wohnungsbau gestellt werden, so extrem hoch, dass wir uns im Moment sehr, sehr schwer tun, auch aufgrund der gestiegenen Baukosten, die wir jetzt auch aufgrund der Ukraine-Krise und der Kostensteigerung bei Ressourcen haben, überhaupt zu realisieren. Also auch da habe ich aber das Gefühl, dass Ihre Standards zwar höher sind als im Freifinanzierten, aber doch nicht so hoch und nicht so, wie soll ich sagen, starr, wie das bei uns der Fall ist. Aber ich weiß nicht, ob Sie das beurteilen können. Also ich kann es mit Ihrer Situation hier nicht vergleichen, aber ich kann Ihnen sagen, dass der Wohnfonds und die Jurien, die hier jeweils zuständig sind, diese anhand der vier Säulen im Wesentlichen Grundstück für Grundstück Schwerpunkte definiert. Häuser, die besonders für Familien gedacht sind, die betreute Personen zu beaufsichtigen haben. Autofreie Siedlungen, Radfahrersiedlungen, Frauensiedlungen. Es gibt eine breite Palette von Schwerpunkten, die individuell für jedes einzelne entwickelte Grundstück gesetzt werden. Und deswegen gibt es da einen sehr bunten Mix an Wohnbauten, die für die eine oder andere Bevölkerungsgruppe besonders interessant ist. Da ist noch, Sie haben sich die ganze Zeit schon gemeldet, weil ich hätte auch ganz viele Fragen. Jawohl, vielen Dank. Also als Veranstalter habe ich auch Fragen. Zwei sogar. Zum Thema Photovoltaik, auch was ein bisschen mit reinspielt. Wir haben vorhin das Beispiel gesehen, ich glaube, es hieß George Washington Hof. Es sah ein bisschen aus wie aus den 30ern. Gibt es da, wenn Sie jetzt diese Anlage CO2-neutral machen wollt oder über Photovoltaik nachdenken, Bestimmungen aus dem Denkmalschutz, die entgegen stehen? Und das Zweite, bei dieser Anlage gab es sehr, sehr hohen Grünflächenanteil. Gibt es Bestrebungen nachzuverdichten und können Sie auch in solchen Bestandssiedlungen nachverdichten? Also wir verdichten immer nach durch Dachgeschossaufbauten. Unsere Pläne und Überlegungen, und wenn es nur asphaltierte Flächen als Parkstell, PKW-Abstellplätze
betrifft, zu verdichten, indem wir dort vielleicht zusätzliches Wohnhaus errichten. Das scheitert in der Regel zu 99,9% an den bestehenden Bewohnerinnen und Bewohnern. Und dann gibt es Sturmläufe auf das Bezirksamt und auf die Politik und damit ist die Sache gestorben. Also da stehen wir als Wohnhausverwaltung, muss man ganz ehrlich sagen, meistens an, auch wenn es aus unserer Sicht sinnvoll wäre. Aus unserer Sicht ist es auch manchmal, Sie noch eine Tatsache, eben kurz erwähnt, wenn wir sanieren, dann immer so, dass die Menschen in ihren Häusern bleiben. Das heißt, wir gehen nicht in die Wohnungen, was jetzt ein zusätzliches Problem ist bei der Umrüstung der Heizanlagen, weil da müssen wir in die Wohnungen. Aber sonst gehen wir in die Wohnungen nur dann, wenn wir die Fenster auch austauschen oder die Türen. Aber sonst greifen wir die Wohnungen nicht an und die Menschen bleiben auch in der Umbauphase in den Wohnungen. Und es gibt durchaus Wohnhausanlagen, wo wir sagen, das ist ein Blödsinn, die zu sanieren. Wir sollten die niederreißenden Menschen Ersatzwohnungen anbieten zu denselben Konditionen, mit der Möglichkeit, in den Neubau, den wir dann dort errichten, besser, schöner, mit mehr Wohnungen etc. etc., dass sie dort wieder einziehen können, wieder zu den alten Konditionen, aber auch das scheitert in der Regel an den Menschen, die in diesen Häusern leben. Also da sind Sie als kommunales Wohnbauunternehmen, stehen Sie da manchmal an und da sind Ihnen schlicht und ergreifend Grenzen gesetzt. Denkmalschutz, genau. Denkmalschutz haben wir. Natürlich kein Marxhof, Washingtonhof, kein Rabenhof, all diese klassischen schönen Gemeindebauten aus den 20er Jahren. Also da stehen Sie auch bei der Tivosan-Sanierung, das heißt, wenn es darum geht, diese Häuser vernünftig zu isolieren, stehen Sie teilweise an, weil das dem Denkmalschutz schlicht und ergreifend nicht entspricht. Gibt es denn aus Ihrer Runde noch Fragen oder vielleicht einfach viele Fragen oder vieles bewegt uns jetzt gerade im Kopf, weil wir ja doch auch das Gefühl haben, Wien ist so weit voraus, also die Situation ist so, weil Wien schon früh angefangen hat und letztendlich auf einen Immobilienbestand zurückgreifen kann und mit dem auch letztendlich viel bewirkt. Trotzdem denke ich, ist es nie zu spät anzufangen mit dem Thema bezahlbares Wohnen in, und ich habe es ja eingangs auch schon gesagt, also letztendlich an, vor allem auch an die Akteure zu denken, mit wem baut man und was für Ziele verfolgen denn die eigentlich, die dann bauen. Und vieles, was Sie gesagt haben, finde ich, das deutet auch darauf hin, dass sich in Wien sehr viel Gedanken gemacht wird, wenn man ein Quartier entwickelt. Für wen entwickelt man das, was will man, was für Räume schafft man, wie leben die Menschen dort zusammen. Und das steht, und wahrscheinlich diese Reihe steht ja auch dafür, diese Gedanken muss man sich ganz am Anfang machen, bevor man auch konkret dann Gebäude und Plätze ausgestaltet, weil ich denke, der Inhalt muss immer parallel auch mit der Planung entwickelt werden, weil am Ende leben dann Menschen da drinnen und es ist dann auch toll, wenn das Haus schön ist, aber der Lebensraum an sich, der ist für mich eigentlich entscheidender. Und deswegen finde ich es so schön, dass Sie sich mit dieser Reihe hier quasi auf den Weg machen, diese Zielsetzungen und diese verschiedenen Themen auch zu sammeln und gemeinsam dann auch mit den Bürgern vielleicht neue Ideen und Lösungen zu entwickeln und auch über solche Veranstaltungen dann ein Stimmungsbild zu bekommen, in welche Richtung könnte oder sollte es gehen. Das wäre jetzt ein gutes Schlusswort, aber wenn noch Fragen sind, dann bitte gerne. Scheint nicht der Fall zu sein, dann bedanke ich mich schon mal, dass ich hier sein durfte und ich denke, wir bedanken uns alle bei Ihnen, Herrn Schantl. Es ist wahnsinnig toll. Dass Sie uns auf so viele inspirierende Aspekte aufmerksam gemacht haben und viel zu tun vor allen liegt. Aber jetzt übergebe ich das Wort an den Gastgeber. Jawohl, vielen Dank, Frau Schaller, auch für Ihre Moderation.
wenn wir schon bei den Dankessagungen sind, Sie kriegen von uns auch noch ein kleines Gastgeschenk, was Süßes und eine kleine Dankeskarte, ein Gruß vom Oberbürgermeister. Ja, was nehmen wir jetzt heute Abend von der Veranstaltung mit als Verwaltung, als die diesen Prozess ja auch mitgestalten sollen, mit moderieren sollen? Wir haben gehört, es gibt die Konzeptvergabe. Das ist, glaube ich, ein Instrument, was wir mitverfolgen sollten, was wir uns auf die Fahnen schreiben sollten, um da auch noch mal tiefer reinzugehen. Wie kann man Grundstücke, wenn sie denn uns als Stadt Erding mal gehören, auch wieder weitergeben und zu welchen Voraussetzungen weitergeben? Vielleicht müssen wir mit diesen Grundstücken kein Geld verdienen, vielleicht kommt es eher darauf an, eine Wohnqualität zu schaffen, dass die Leute sich mit dem Quartier, das dort entsteht, auch identifizieren können. Vielleicht sind es auch nicht die privaten Entwicklungsträger, auch wenn der eine oder andere sitzt, der jetzt vielleicht ein bisschen die Nase rümpft, vielleicht sind es eher die genossenschaftlichen oder gemeinwohlorientierten Wohnungsbauunternehmen und auch die sitzen hier. Was wohl weniger was für uns ist, der jetzt um meine persönliche Meinung ist, selber in den Wohnungsbau einzusteigen. Auch Kollegen vom Hochbauamt sind da, ich weiß nicht, wie die personell besetzt sind, können die das stemmen auf einer so großen Fläche? Ich denke erstmal nicht. Was ich auch mitnehme, ist dieser Service, dieser Trageservice, wenn der Aufzug mal ausfällt. Ich musste spontan an die DB denken, an die Deutsche Bahn und die Bahnhöfe. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging. Da wünschte man sich diese Tragehilfe vielleicht. Ja, viel mehr möchte ich auch gar nicht dazu sagen. Ich möchte eigentlich, dass die Worte noch ein bisschen in Ihnen widerhallen, dass Sie ein bisschen was mitnehmen und dass wir uns vor allem am 8.2. wieder treffen, wenn es darum geht, was ist die Stadt der Zukunft eigentlich? Welche Trends gibt es? Wo entwickeln wir uns neben den ganzen Themen, die wir schon gehört haben? Gibt es vielleicht noch andere Themen, die wir in der Stadt Erding und speziell auf dem Fliegerhorst bespielen können? Ich darf mich nochmal bedanken bei Ihnen beiden für die Moderation und auch den Vortrag. Hat uns wieder einiges gebracht und wünsche ich einen schönen Nachhauseweg und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bevor Sie gehen, haben Sie oben noch die Möglichkeit, sich die Ausstellung und vor allem das Modell anzugucken zu unserem neuen Bahnhof in Erding. Bis zum nächsten Mal. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Ciao.